Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Ja, ich bin wieder unterwegs, hurra! Ja, meine Kamera ist immer noch nicht in Ordnung. Und die große Spiegelreflex nehmt mich hier nicht mit in den Wald. Ja, und ich wollte euch Pilze zeigen. Ich nehme euch wieder mit hier und wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Film. Trüff, trüff. Ja Leute, hier haben wir den orange-roten Leistling, aber der ist so dünnfleischig, den lasse ich hier. Der kommt ziemlich selten vor. Größere Exemplare nehme ich ruhig mit, warum auch nicht. Ja Leute, hier habe ich einen Pfefferröhrling. Den müsst ihr mal probieren. Wenn ihr den mal irgendwo findet, müsst ihr den mal unbedingt probieren. Der hat so einen leichten pfefferigen Geschmack, ist an für sich ganz lecker, der Pilz. So, wer hier glaubt, Steinpilze gefunden zu haben oder gar Maronen, den muss ich enttäuschen. Schon von hier unten vom Weg aus sehe ich, dass der ein dunkles Netz hat. Das sind Gallenröhrlinge. Sehen aber schön aus. Gut, ich habe doch mal einen da oben runtergeholt, um mal zu zeigen. In diesem jungen Zustand haben die wirklich noch einen weißen Schwamm. Aber er ist erkennbar an diesem dunkleren Netz am Stiel. Also ein typischer Gallenröhrling. Er sieht wunderbar aus, der Pilz, aber einen davon im Essen, der reicht aus, um euch die ganze Mühe, das Pilz zu suchen, zu sich zu machen und das Essen in den Mülleimer zu befördern. Ja, hier ist noch eine Marone. Ah. Da läuft auch der Trüffel und der hilft mir so ein bisschen beim Pilz zu suchen. Der sieht schon wieder aus wie ein kleines Schweinchen. Ja, die Hänge sind jetzt mein Revier, weil ich durch meine Fußverletzung da leider nicht mehr in den Berg kann. Also in den Wald, das ist nicht mehr so. Ja, sehr interessant sind diese Pilze hier. Das sind lila Lacktrichterlinge. Nehme ich immer gerne sehr gerne mit, weil sie sehen sehr interessant aus im Mischgericht. Ich sage immer so schön giftig. Ja, die Fliegenpilze. Einfach nur schön, solche Pilze zu sehen. Bitte lasst sie auch im Walde. Ihr könnt nichts damit anfangen, aber der Wald braucht sie. Hier habe ich einen gelben Semmelstoppelpilz. Ich nehme den mal raus. Ja, ich habe den schon oft gezeigt. Ein sehr hervorragender Speisepilz im Übrigen. Ja, da oben, da wachsen auch noch welche. Aber da komme ich beim besten Willen nicht hin mit meinem Fuß. Leider. Komm ins Körbchen. Hier haben wir die ersten Herbstboten. Das sind Galettköpfchen. Ich nehme mal eine raus. Galettköpfchen. Ja, die fühlen sich so an wie Gummibären. Ja, die sind also, wenn die zu 100% aus Kollagen bestehen würden. Sind natürlich nicht essbar, ich glaube auch giftig. Hab mal irgendwo gelesen, die hätten irgend so ein Gift drin, was Raketentreibstoff ähnlich wäre. Aber wie gesagt, gelesen, ich weiß nicht hundertprozentig. Ja, es macht schon Spaß, wieder so ein bisschen trüffeln zu gehen. Aber so wie früher wird es wohl nie werden wieder. Naja, gut. Ja, das hier. Das sind safrangelbe Scheidenstreiflinge. Die kommen hier bei uns hier ziemlich massenhaft vor. Ich nehme mal einen raus. Schade, die Scheide ist weg. Aber alles andere ist da. Komm auch ins Körbchen. Ja, hier im Laubwald finde ich Pfifferlinge. Das heißt erstmal einen. Diese knubbeligen Dinger an einem Fichtenstamm, das sind Polsterlinge, Polsterpilze. Die fühlen sich so an wie so ein Sofakissen. Essbar nicht, nein, nein. So, hier wachsen Schwefelköpfe. Ich habe mal einen rausgenommen. Aber jetzt kommt noch der Grund, warum man anhand Fotos schwer Pilze bestimmen kann. Das hier sind grünblättrige. Und die Kamera nimmt es nicht auf. Es sind grüne.
Ja, ganz zaghaft kommt hier ein Champignon. Das ist der Anis-Champignon. Und wenn man dran riecht, dann riecht er angenehm nach Anis. Was ist los, Trüffel? Hä? Da haben wir wieder einen Safrangelben. Einen jungen Safrangelben Scheidenstreifling. Ja, und wieder leuchtet mir von Weitem ein Pfifferling entgegen. Ja, triff, triff. Ja, jetzt bin ich auf einem anderen Hang und hier stehen wirklich nur Ockertäublinge und Kortinarien rum. Noch niemals alte Maronen oder sowas. Mal durchgehen. Ja, die Ockertäublinge hier, die nehme ich nicht mit. Ja, weil es gibt im Moment was Besseres. Und die taugen sowieso nur für ein Mischgericht. Dass man so reinschnippelt. Na gut. Hier geht nicht mehr weiter, jetzt muss ich irgendwie zurückgehen. Da komme ich nicht mehr weiter. Ja, ein Perlpilz. Wenn der jetzt noch gut ist und keine Würmer hat. Ja, Semmelstoppler. Zum Mitnehmen gut. Da oben wachsen auch noch welche. Ja, wie gesagt, der Wald, der steht wirklich voller Pilze. In der Hauptsache sind es Täublinge, diverse Scheidenstreiflinge. Dann hier diese komischen Korallen, die am Boden wachsen. Ja, dann Stäublinge habe ich gerade gesehen, Flaschenbohrwiste. Ja. Mal gucken, was wir noch so finden werden hier. Komm mal her, Trüffel, komm. Da kommt der angewetzt. Ach, der hat einen Spaß. Der sieht aber auch schon aus wie ein Hund. Ja, hallo, wie geht's? Bleibst du mal ein bisschen bei Fuß? Hä? Ach, gar nicht mal zum Denken, sagt er. Spaß, ich will Spaß. Ja. Pfifferlinge. Habe ich schon jede Menge von. Ich filme natürlich nicht jeden. Ja, hier steht ein richtiger Okolyt. Ein Okolyt von Perlpilz. Der wandert natürlich auch bei mir ins Körbchen, sofern er keine Maden hat. Der andere hat übrigens keine. Ja, hier stehen Birkenpilze, zwei Stück. Lecker, lecker. Ja, sie sind auch von der Qualität noch so, dass man sie mitnehmen kann. Deshalb wandern die ins Körbchen. Die wandern. So, jetzt geht's so leise weinend wieder zurück. Hier haben wir noch einen Hang mit Pfefferröhrlingen und mit einem Scheidenstreifling, einen Safrangelben. So. Ja, Leute, das war's mal wieder für heute. Wir haben einigermaßen gefunden für die kurze Zeit, wie wir im Wald waren. Wir haben also Pfifferlinge. Ja, wir haben Birkenpilz, zwei Stück, dann jede Menge Safrangelbe Scheidenstreifling, die habe ich natürlich auch mitgenommen. Ja, Perlpilze und Maronen. Ja, das war's. Gut, werden wir mal fertig machen gleich und werde ich mir schmecken lassen. Ja, der Flo, der braucht auch seine rituelle Waschung, der sieht wieder aus wie Sau. Ist auch ein Sauhund. Ja, ich füge hier noch ein paar Pilze-Fotos bei. Die lasse ich mal so in der kleinen Diashow noch mal laufen jetzt zum Schluss. Und dann sage ich tröf, tröf, bis zum nächsten Mal, euer Charlie.
Design.